Das letzte Mal haben wir den ersten Boss gekillt, den Blutfürsten. Ist er so? Läufer? Irgendwie so? Blutläufer? Ja. Auf jeden Fall haben wir Ich den habe ihn Fürst. Behemoth getauft. Ja, ist auch ein passender Name. Ja, ne? Den haben wir gelöst. Und jetzt sind wir wieder an der Oberfläche, nachdem wir uns auf der Kanalisationsebene bewegt haben. Und jetzt gucken, hier müssten wir jetzt eigentlich wahrscheinlich gleich eine kleine Abkürzung Auf jeden Fall ganz aufmachen. cool. Und die Flauschi ist cool. Ja, die werden wir wahrscheinlich noch zuhauf sehen. Wahrscheinlich. Ich mag diese zerstörte Ah, Stadt. das checkt man. Ja, ich finde die auch sehr schön gemacht. Okay, aber der sieht ja schon mal anders aus. Oh ja, der sieht größer aus, ne? Zack. Dann können wir jetzt mal gucken, was wir aus dieser Waffe machen können. Ah, Waffenmod. Du besitzt ausreichend Ressourcen, um einen Waffenmod herzustellen. Kehre schon zu Hause zurück und sprich dort mit Ava McCabe. Tafel Gegner schlagen, ja, dazu noch sagen. Wir haben von dem, was haben wir mal bekommen? Stacheln oder so? Ja. Vielleicht kann man daraus auch nur einen Waffenmod machen, wer weiß. Das kann auch sein. Bin jetzt hier schon von der Waffe. So, wir haben auch noch diesen Ring gefunden, aber ich weiß gar nicht, was wir mit dem anstellen können. Irgendwen geben muss. Direkt mal mit der alten hier. Brauchst du Down was? ist. Na gut, was brauchst Ah du? ja, Tatsache. Also ich könnte hier herstellen Was Dornenmantel. da draußen? Verringert 60 Sekunden lang den erlittenen Nahkampfschaden um 30%, reflektiert 120% des erlittenen Nahkampfschadens und verringert Taumel bei einem Treffer. Sind wir hier fertig? Ich werde jetzt aber mein Jagdgewehr Brauchst du mal was? verstärken. Ah, mal sehen, was ich Ja, ich denke, das ist nicht verkehrt. Ja, komm, nochmal. So, Stufe 4. Dann die Pistole mache ich auch mal auf Stufe 4. So. Bis dann. Ah, schön, dich wiederzusehen. Dann Was gucke ich brauchst du? auch was. Gucke mir das auch mal an bei Nichts. ihr. Man kann bei dem übrigens auch Na gut, Gegenstände dann kaufen. machen Ich wir mal könnte mir jetzt zum so. Beispiel auch das Jagdgewehr kaufen bei dem. Oder Ja. dein Altmetallschwert. 340 Wer hat dort die Sekunden. Rüstungssets? Ich glaube, ich Sind werde wir hier fertig? erstmal Zieh weiter. Wolfhinter aufbessern. Oder einmal. Und dann noch einmal meine Rüstung. Aushalte. Das ist auch eine gute Idee gleich. Aber meine komplette Rüstung ist auf plus 2. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir das Jagdgewehr später auch hole, hier bei dem Typen. Passt da Einfach damit ich draußen eine gut auf Fernkampfwaffe dich? habe zur Not. Hey, Die du. Uzi und die Was brauchst Schrotflinte du? jetzt nicht so auf Fernkampf. Zur Rüstung. Trenchcoat des Jägers. Dornmantel muss ich mir jetzt nicht unbedingt machen. Lieber eine Waffe gehabt. Bis dann. Da Stachelmasse. Wertvolle Ressource, die vom Blutfaust fallen gelassen wird. Zur Herstellung eines mächtigen Waffenmods verwendet werden kann. Hallo. Quatsch mal mit der Hey. alten oben, vielleicht weiß die was zu dem Ring. Ich versuche nicht an sie zu denken. Ja. Ich versuche nicht an sie zu denken. Sei da draußen vorsichtig. Pass auf dich auf. Ich wünschte, McCabe würde einmal Nö. mit uns essen. Aber dann, sie verbirgt einen tiefen Schmerz vor uns. Ja, vielleicht finden wir Meine noch Frau ist irgendwen. eine Heilige. Wenn sie nicht Ah. wäre, ich will gar Ja, nicht das kommt ja erst in die wissen, Einrichtung wie hier. tief mein Schwierig, Herz brauchst du sein wird. was? Die anderen wissen es nur nicht. Ich sorge für die Sicherheit in Station 13. Ich. Wir machen ständig Übungen. Ich. Mach's gut. Wahrscheinlich. Wir machen ständig Übungen. Ringelpiez mit anfassen. Stolz, dass wir den Boss First Try geschafft haben. Ja. Wobei der war wahrscheinlich noch der lockerste. Sehr wahrscheinlich, ja. So, Reisen zum letzten Checkpoint. Ah, wir haben jetzt auch Klagebaum als Checkpoint, als festen. Ah, okay.
Kannst wahrscheinlich meistens sagen, so nach dem Bossfight kriegst du einen neuen Checkpoint. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt danach aussieht. Also ob wir jetzt diese Oh Abkürzung ja. freischalten. Ja, wirklich noch auf derselben Seite wie vorhin. Ach, guck mal, wir sind auch wirklich vor der Tür hier irgendwo. Da! Ja. Hätte man nicht durchgreifen können, um den Balken Nee. zu heben. Nicht wirklich. Ja, aber das habe ich bei vielen Spielen. Aber hier. Okay. Abgerissene Baumsprache. Der ist auch grün, der ist ein NPC. Oh. Okay, ich kann anscheinend. Vielleicht muss man hier nochmal hin. Irgendwann mit dem Reden? Müssen wir uns mal merken. Wird mir auch über den Haufen ballern. So, jetzt bin ich in der Entfernung komplett nutzlos, weil ich die Pistole nicht mehr habe. Warte, hier links sind bestimmt welche. Da vorne sind auf jeden Fall drei Stück. Hier, da ist ein großer noch. Meine Rücken frei so lange. Rechts? Rechts, jo. Oh, da ist tatsächlich ein großer. Ich hol den mal. Mich. Okay. Oh fuck, hier kommen Leute. Die sind jetzt schon rausgekommen aus dem Boden. Shit. Ja. Muss nachladen. Okay. Dann kommt auf dich. Jo, ist down. Okay. Dann gehen wir erstmal hier ins Häuschen rein. Eisen. Alles kaputt kloppen. Bist du? Zack. Verdammt. Ich will den Stuhl kaputt hauen, aber ich hänge irgendwie in ihm drinne. Okay, den scheine ich nicht kaputt hauen zu können. Vielleicht ein Eisenstuhl. Ja. Ist tatsächlich ein Eisenstuhl. So, hier hätten wir den Dicken gesehen, ne? Vorne sind auf jeden Fall noch welche. Im Haus. Oh ja, warte. Shit. War genau die Metallstab getroffen? Ich glaube ja. War das nur einer? Mal hier links gucken. Das wäre eine dicke Sackgasse. Da ist vorne sind noch welche. Shit, hinter uns. Okay. Oh. Der Wichs hat mich mit seiner blöden Axt getroffen. Level up, das kommt direkt wieder in Bit. Oh, da ist eine Kanalisation. Okay. Können wir uns schon mal merken. Dann können wir das Haus da noch. Vielleicht müssen wir auch da rein. Welches ist das die ich hatte, wo ich eine Nebenquest drin hatte? Das kann sein. Jetzt bin ich noch vor dem Boss. Hier so ein Ölelixier. So,
hier. Verstören ist mein Hobby. Hier noch irgendwas? Nee, hier ist auch nicht. Ich glaube, hier ist eine. Ah, nee, ist nur eine Attacke. Haben wir hier schon drin? Nee. Geht's nach oben? Ah, nee. Vergiss es, die Treppe ist kaputt. Ah, okay. Dann geht's wahrscheinlich nicht nach oben. Und wo kamen wir? Kommen von da, wenn wir das Haus angucken. Okay, hier ist scheinbar ein anderes Gebiet. Also hier geht's auch irgendwie weiter rechts vom Gebäude. Also. Ah, okay. Wo Gebäude steht. Ah, da muss man rüber. Also dann am besten gucken wir uns erstmal die. Wow! Kommen noch welche? Zum Gebäude? Ja. Oh, ach, boah, Alter. Der kam jetzt unerwartet. Heilige Scheiße. Ja, heilige Scheiße. Da kommen noch welche wahrscheinlich. Irgendwas gehört? Ja, auf jeden Fall. Ja, da hinten sehe ich auf jeden Fall welche. Da ist noch, einer. Da ist noch einer, ja. Nix übrig hier lassen. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt auch auf die Stelle, wo wir. Wo es weitergeht gleich. Was höre ich aber noch? Oh, wir sind hier. Gehört? Hm? Nee. Irgendwo hier ist eine Scheibe zerbrochen. Ich habe Angst, dass sie von hinten kommen müssen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jo, dann geht's also hoch. Gesehen. Also geht's nicht mehr. Höher. Aber hier geht's auf in das andere Gebäude, auf die zweite Etage. Ah, okay. Dafür sollten wir wirklich erst die Kanalisation machen. Ja. Aber hier geht's wirklich weiter. Dann gehen wir, gucken wir uns noch an, was hier in dem Obergeschoss ist. Kommen wir noch hier rüber. Jo, können wir da drüben runter. Kurz Eigenschaften. Ja, okay. Jetzt hier nur runter. Ja, aber hier sind wir wieder auf der Seite, wo die Kanalisation ist, ne? Lauf mal von hier, zu gucken, was ist. Okay, warte, immer hinter diesen Dingern noch irgendwie einen Geheimgang. Ja, hab ich auch schon die ganze Zeit so gefühlt. Ich muss einer kommen. Ah.
Waren wir in dem Gebäude hier? Ja. Okay. Dann ab in die Kanalisation. Problem ist, wenn wir einen Checkpoint mit dir benutzen, dann sind hier oben alle Viecher wieder da, ne? Ja gut, dann hauen wir uns da nochmal straight durch. Jo. Ich weiß noch nicht, wie es ist bei Gebietswechsel hin und her, ob die dann auch wieder da sind. Ach, guck mal. Das können sie nachher so rausfinden. Warum finde ich lustig? Hätten umbringen können? Na, ich denke, dass wir da wahrscheinlich nochmal zurück müssen. Da bringe ich ihn trotzdem um. Hey, das sieht aus wie unser Anfangsraum. Das ist auf jeden Fall ein neues Gebiet. Also ah ja, du hast recht. Warte, ich wollte mal gucken. Checkpoint benutzen? Man kann auch an dem Checkpoint einfach sagen, raus. Dann sind wir vor der Tür. Ach so. Das ist jetzt so gesehen als Kürbispassage. Da ist nochmal eine Tür. Und ich. Ah, du wolltest ein Flauschi hier haben. Flauschis. Das ist ein Fetti. Wo schon? Oh, Scheiße, da. Weiß nicht, wo der jetzt herkommt. Hörst du das? Was? Hörst du das im Hintergrund? Ganz, ganz schwach, weil ich den Ton sehr, sehr. Und da kommen wir wahrscheinlich nachher irgendwo an. Ja, wahrscheinlich bei uns. Ja, eigentlich nur. Gott, dieses Geräusch. Ja, doch, jetzt höre ich's auch. Ich schätze, das war er. Ja. Ich denke auch. Der Raum ist da, wo vorhin auch so ein großer kam mit der Schusswaffe. Ja, stimmt. Mann, die klingen nur wie riesige Viecher, das ist so keine Flauschis. So. Ich glaube, das sind nur noch welche. Ja. Da waren noch welche. Da hinten ist noch was. Oh, ich glaube, ich habe was Größeres gepult. Wow! Was bist du denn? So einen hatten wir aber auch noch nicht. Nee. Fuck, ich hab. Jo, was weg. Alles klar. Da ist auf jeden Fall ein Buch. Ja, das ist schon mal was. Da hinten sind auf jeden Fall Flauschis. Ich hätte da kommt schon welche. Achso, wollte gerade sagen, ich hätte das Gefühl, wir hätten sie eingeloggt. Bitte Schuss halten. So, gucken wir doch mal, was wir hier. Ah, eine Tour. Money! Wow. Was zum Teufel ist das? Das kann man kaputt machen. Warte mal lieber damit. Ich weiß, was wir damit aktivieren. Lass uns den Raum mal merken. Merken? Weil der ist dann sogar markiert. Ja, vielleicht, das ist so ein in sich geschlossener Dungeon. Sollen wir das Viech mal kaputt machen? Okay, bist du bereit? Ja, 3, 2, 1, und los. Desert-Nexus. Und es spawnt Flauschis.
Okay, meine erste Waffe ist leer. Ja, meine auch. Okay, ich glaube, das Ding ist Matsche. Oh, aber bloß da hast du mal gesehen, wie viel auf Max runtergekommen hast. 250. Da fällt er, ey. Also, ich auch wieder volle Muni. Ganz schön hässlich. Also, sonst ist gedroppt, ne? Nee. Weißt du, was das noch drin ist? Ja, auf jeden Fall irgendwas. Ja, sind welche. Also einen habe ich erledigt. Da rechts. Dicker! Oh! Ich hab noch einen Dicker. Oh, fuck! Fuck! Komm zurück in den Gang! Er ist so... Vorsicht, der schießt Kugeln und daraus kommt Flauschis. Was? Ja. Achso, das ist so ein Magieviech. Schwöre, oder? Ja. Okay, ich glaube, der ist Matsche. Jetzt haben wir wieder rechts und links, ne? Zwei Wege. Erstmal rechts. Rechts lang. Macht den Weg frei. Ah, okay. Ah, hier habe ich vorhin den Fetti angeschossen. Da sind welche. Ich weiß nicht, meine Kiste. Ach, ich halt Stellung. Okay, die Abkürzung haben wir schon mal. Da vorne hängt irgendwas von der Decke. Ich glaube, da hinten ist noch... Ach, guck mal, hier hinten ist noch so ein Herz. Ja. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen Muni jetzt, weil ich bin sehr, sehr knapp. Ja. Und da liegt auf jeden Fall ein bisschen. Ich habe nämlich noch 30 Schuss in der Maschinenpistole. In der anderen habe ich auch 13. Nur noch im Magazin, aber gut. Hier gibt es wieder ein bisschen was. Erstmal drumherum gucken. Nein, genau wie drüben nicht zu sein, außer das Herz. Bereit? Ja, warte, ich aktiviere meine Fähigkeit. Dann gleich. Dann mach ich jetzt einfach weiter. Und los. Ein Schaden. Ich habe so viel Munition, dass wir ihn gerne schnell weg haben. Ich glaube schon, dass man mehr Schaden hat. Jo. Schön. Warte, Problem ist, die Muni klauen wir uns gegenseitig. Ach so, ne? Das wusste ich nicht. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Das hatte mich nämlich vorhin ein bisschen schussig gemacht, als du gesagt hast, du hast wieder volle Munition. Ja, okay. Ich habe gar nichts. Ja, also Muni scheinen wir uns echt gegenseitig wegzunehmen. Okay. Damit auch Haushalt. Ich habe zur Not auch noch 6 Munitionskisten. Ja. Wollte ich halt nicht so früh im Spiel benutzen. Jetzt kommt wieder Skaden spielt. Remnant von The Ashes. Ja. Ja, spiele ich. Hallo. So, jetzt haben wir nur noch den Gang hier. Warte, da ist noch Muni. Das war nur Kohle. Ja. Warte, sekundär ist Schrotflinte, das ist gut. Und. Okay, das sollte erstmal reichen. Oh shit, was kommt da? Das war. Für ein Tiny. Hätten wir den mit dem quatschen können? Der hat uns angegriffen. Der ist auf uns zugelaufen. Oh. Ups. Aber ich, yeah. ich glaube der war rot. Ich habe nichts gesehen, bis du drauf geschossen hast. Du läufst auch nicht auf bewaffnete Leute zu. Also ich schätze mal, was auch immer hier hätte sein können, wir werden es nicht mehr rausfinden. Deswegen frage ich mich jetzt auch, der hieß Saatkultist. Ja. Was wäre, wenn wir die Herzen nicht platt gemacht hätten? Aber wir haben Dornenring bekommen. Ja, stimmt, jetzt
Mal gucken, was ist das denn schon? Da, nach Töten des Gegners wird die Kritstoffe schon 6 Sekunden lang um 15% erhöht. Der Tim, erst schießen, dann fragen. Der kam angelaufen, ich bin mir sicher, dass er böse war. Also du hättest echt Ami werden müssen. Du läufst auch nicht auf... Also wenn du... Das macht man nicht. Der ist ja vor etwas weggelaufen, der hat Angst gehabt. Ich wollte nach seinen Herzen gucken. Tja. Sie kommen direkt auf uns zu. Ja, genau. Oh mein Gott, sie kommen direkt auf uns zu. Oder sie haben eine Waffe. Ich schmeiße so dem Hasen eine Pistole vor die Füße. In die Waffe. In die Hand, in die Pfote legen. Ja, genau. Du musst zwei Dinge lernen. Oh mein Gott, sie haben eine Waffe. Oh mein Gott, sie kommen auf uns zu. Tim hat damit den Saatkultisten eiskalt niedergeschossen, obwohl er mit Hände hoch auf uns zugelaufen ist. Mit einer nicht weißen ergeben. Flagge. Ich habe gerade einen Tipp gelesen, mal gucken, ob das funktioniert. Tatsache, wenn du zielst und Shift drückst, wechselst du die Schulter. Ah, okay, das nutze ich aber selten. Ja, ich auch. Okay, die Viecher sind wieder da. Okay, ja, dann ballern wir uns jetzt einfach. Durch die Saatkultisten, die Unbewaffneten. Ja, oh, da ist ein Dicker wieder. Ja, warte. Soll ich direkt auf den Großen schießen? Ah, hier links auch ein kleiner. Warte, ich mach den Kleinen als erstes weg. Jo. Shit, da noch einer. So. Fuck, 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 ich muss nachladen. Komm. Nope. In your face, bitch. Okay. Die Sachen sind, glaube ich, kaputt geblieben, ne? Sein. Ja, sieht so aus. Naja, ist auch vielleicht klein Scheiß, den wir übersehen haben. Weiß ich nicht. Da vorne ist Gegner. Der hat mich gesehen. Ja. Lebt er nicht mehr? Sackgasse. Ich meine, hier war alles voll mit Schränken. Ja. Oder gehen wir den Weg da direkt in die Arme des Gegners oder gehen wir wieder außen rum? Das ist eine sehr gute Frage. Wir können eigentlich auch hier lang. Ich gehe von hier oben erstmal aufräumen. Okay, hier bin ich jetzt keine große Hilfe. Ach komm. Mach ich doch! Halt dir doch den Rücken frei. Ja, noch ein. Ja, irgendwo noch was. Ja, da oben. Ja, komm, gehen wir runter. Zack. In your face. Hier waren wir ja vorhin so gesehen schon. Ja. Hier vorne glaube ich dann nicht. Also. Double Tap. Double Headshot. Ist das endlich vorbei? Ja, hier, hier war ich. Ja, ja, hier waren wir. Wir sind hier die Treppe hoch. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Subway. Hier gibt's doch diese schön. Sandwiches. Sandwich Red Sky. Ah, da hinten liegt noch was. Oh, Süßigkeiten. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da kommt. Was bist du? Oh, ein Saatbringer. Pam, 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 pam. Ja, genau. Ups. Ja, ein Exkultist.
Ja, Ex-Kultist. Oh, mein Bruder, du Arsch. Totale Zerstörung. Hallo? Oh, hallo? Oh. Noch ein bisschen... Kiste... Gutwürze... Warum sollte man sowas was essen? Kann man da hoch oder zählt das sich schon als zu doof da hoch zu gehen? Ja. Okay. Ich hoffe, ich komme hier auch wieder raus. Lol. Da reingekommen. Hier durchs Fenster. Oh, okay. Das ist kein Clipping. Nope. Ich glaube, man sollte da auch nicht rein. Okay. Okay, also anscheinend geht's jetzt ab in die U-Bahn. Also, sieht irgendwie aus wie ein U-Bahn-Eingang. Ja, es stand ja auch oben drüber, Subway. Ah, klar, stimmt. Ah. Okay. Dann gehen wir da noch rein. Aus der Asche, die Saat. Ach ja, die Saatmutter sollte, glaube ich, irgendwo in der U-Bahn sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Blutenfloser Schein über Zeit verringert die Heilung um 50%. Fies. Da. Und ein Checkpoint, yes. Kaputt hauen. Ja. Ah! Oh. Okay. Dann beenden wir die Folge hier. Ja. An unserem Checkpoint. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hello.